Hallo und herzlich willkommen zum Wochengruß 2246, müsste das sein, von Sonntag, dem 20.11.2022 aus der Jablonski-Straße. Heute ich mal wieder alleine aus der Küche. Die Küche hatten wir noch nie im Wochengruß und ich dachte mir, ich zeige die Küche mal, weil die Küche ist auch neu renoviert. Wir haben ja die ganze Jablonski-Straße neu renoviert. Das heißt, wir haben jetzt hier einen schönen Gelbton mit leichten Rotanteilen drin, um ein bisschen Wärme in die Räume reinzukriegen. Und wir haben heute den 20.11. Deswegen fange ich gleich damit an, mit dem wichtigen Hinweis. Morgen am 21.11. gibt es das Erlebniswochenende noch zum Sonderpreis von 99 Euro statt 149 Euro. Wir haben schon ordentlich viele Anmeldungen. Es ist genauso an der Grenze, dass ich noch nicht weiß, wird es wieder stattfinden in der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg oder gehen wir in das Hotel in Berlin-Mitte. Das hängt ein bisschen von der Teilnehmerzahl ab, ob es über 100 oder unter 100 sind. Je nachdem würden wir den Raum wählen. Von daher kannst du dich heute und morgen noch anmelden. Ich mache den Link unten drunter. Unter das Video mache ich den Link, wo du dich anmelden kannst zum Erlebniswochenende, wo du dann also auch Leute von hier kennenlernst und wir die Ressourcenparty feiern und manche Leute auch ein Zertifikat bekommen und wir einfach 2 Tage miteinander Spaß haben. Ja, es war Training jetzt eine Woche. Es ist manchmal so, wenn ich so 5 Tage Training habe, jetzt von Mittwoch bis Sonntag, ist es hinterher manchmal so ein bisschen mit dem sich sortieren. Ich habe hier am Donnerstag schon aus dem Trainertraining hier live übertragen. Das war das Studio Jablonski-Webinar über Gedächtnistraining. Eigentlich ist das gut gewesen, aber es war so chaotisch am Anfang. Die Leute waren im falschen Webinar oder ich war im falschen Webinar, also musste das hin und her gehen. Bisschen chaotisch, deswegen startet die Aufnahme zu langsam. Du findest die Aufnahme, aber abgesehen von den ersten 3 Minuten, auf www.ralfstumpf.de/webinar-tv. Da ist ja immer die Aufnahme der Studio Jablonski Seminare für eine Woche zu sehen. Und nächste Woche, lade ich dich auch ein, ist der Daniel Köpke da und der macht eine ziemlich coole Weiterentwicklung der Psychografie, wo er auch so ein bisschen das Thema Beziehungen anspricht in der Psychografie und da, das ist besonders spannend, sein Modell ein bisschen sich von meinem unterscheidet. Und du weißt ja wahrscheinlich, dass ich liebe das, wenn die Modelle nicht ganz übereinstimmen, weil ein Modell bildet niemals die Wahrheit ab. Das ist ja logisch. Und wenn du 2 Modelle hast, die dasselbe abbilden, die aber ein bisschen unterschiedlich sind, unterschiedliche Ergebnisse kriegen, dann kommt halt Tiefe ins Bild. Das ist die Idee von Robert Dills, die er in der Einstein-Strategie formuliert hat. Ich fand die Frage sehr klar und eindeutig. Sieht das linke Auge 3D oder sieht das rechte Auge 3D? Kein einziges Auge sieht 3D, sondern die Tiefe ins Bild konstruiert dein Gehirn über den Unterschied zwischen dem rechten und dem linken Auge. Und deswegen, wenn du jetzt Daniels Modell kennenlernst über Psychografie, die Logik und die Beziehung und vielleicht Carolins Modell kennst über Psychografie und die Logik und die Beziehungen und mein Modell kennst über Psychografie, die Logik und Beziehungen, dann kannst du aus diesem, wenn man mit 3 psychografischen Augen guckt, sieht man dann 4-dimensional? Wahrscheinlich sieht man 4-dimensional. Und es geht, glaube ich, bei Daniel auch um das Thema Beziehungen und darüber geht ja auch im Augenblick meine Newsletter-Serie, wo ich die 3 psychografischen Bereiche, du merkst, wir bleiben im Thema, durchgehe zum Thema Beziehungen, also die Beziehungen im Erkenntnisbereich, Handlungsbereich, Beziehungsbereich, also diese kleinstmögliche Therapie-Coaching-Entwicklungsgemeinschaft, die kollaborative Allianz und die romantische Verschmelzung. Da geht das da gerade durch. Podcast läuft auch, wie du weißt, die ganze Zeit. Letzten Dienstag kam einer raus von mir über die Grundannahmen des NLP, da gehe ich die so ein bisschen durch. Und auch da Mehrfachbeschreibung, das könnte das Thema dieses Wochengrußes sein, denn ich bringe bestimmte NLP-Grundannahmen und bringe auch begründete Gegenmeinungen. Zum Beispiel, das ist der Hauptteil des Podcasts, ist halt die NLP-Grundannahme, dass der Mensch an sich gut ist. Und es gibt aber auch sehr fundierte Methoden, zum Beispiel Psychoanalyse oder Christentum, die sagen, nee, es gibt auch böse Menschen. Also es gibt auch das Böse, es gibt auch böse Menschen. Und jetzt willst du aber natürlich nicht sagen, der ist böse,
Sondern man muss sich ja auch überlegen, was hat das in der Praxis für Effekte? Also welchen Effekt hat das, wenn ich nur davon ausgehe, es gibt nur gute Menschen? Und welchen Effekt hat das, wenn ich davon ausgehe, das ist ein Böser? Und da hat die christliche Lehre einen coolen Mittelweg gefunden, den ich auch in dem Podcast vorstelle, wie du sozusagen, wenn du das möchtest, was ich in mancher Hinsicht günstig finde, zwar davon ausgehst, dass das Böse existiert, aber keinen einzelnen Menschen als böse nennen möchtest, weil ja auch NLP im Rahmen der humanistischen Psychotherapie weiterhin funktionieren soll. Spannend, mit solchen Sachen beschäftigen wir uns hier. Nicht im Trainertraining. Jetzt haben wir hier 5 Tage lang präsentiert. Und das Trainertraining, am Ende kam ein Kompliment, mir ist so das Herz aufgegangen. Da meinte jemand, er wäre auch im Trainertraining von Stefan Landsiedel gewesen. Und Stefan Landsiedel ist ja Handlungstyp und ich bin ja Erkenntnistyp. Und er hätte beinahe den Eindruck, dass in meinem Trainertraining mehr gehandelt und präsentiert wird als bei Stefan Landsiedel. Und ich dachte mir, wow, das ist, was du als Erkenntnistyp die ganze Zeit hören möchtest. Im Trainertraining, wir hatten eine Präsentation nach der anderen und die dauerten normalerweise 2 bis 3 Minuten. Du glaubst nicht, wie lange 2 bis 3 Minuten sind, wenn du vor einer Gruppe sitzt oder stehst und präsentierst. Und dann gibt es hinterher Feedback darüber, es war großartig. Was auch großartig war, ich deute es nur an, du musst über die Community von den Leuten, dass sie erzählen lassen, die im Trainertraining sind. Der 2. und 3. Tag waren ein bisschen anstrengend, also da ging es uns allen hinterher. Es war toll, inhaltlich war es reich und großartig, aber es war einfach zu anstrengend. Und dann habe ich über Nacht eine neue Übung designt, wo ich zum allerersten Mal mir nach Spiral Dynamics und Psychografie überlegt habe, wenn diese gesamte Gruppe, also wenn der Trainerkurs ein Wesen wäre und zu mir ins Coaching käme, was bräuchte dieses eine Wesen-Trainerkurs jetzt an Ressource? Da habe ich eine Übung konzipiert und die haben wir gemacht, gestern. Und wie durch Zauberhand hatten wir plötzlich einen wunderbaren, geschmeidigen, entspannten, schönen Tag mit guter Energie hinterher, frei im Kopf, freie Energie. Wir haben sogar überzogen und es trägt bis heute und jetzt freuen sich alle noch mehr auf den 2., 3. und 4. Block. Und das Tolle im Trainertraining ist halt, dass darüber reflektiert wird. Wir können die Metaebene aufdecken. Wir können darüber reden, was bedeutet es eigentlich, wenn sowas hier mit uns passiert. Also man ist Teil dessen und reflektiert gleichzeitig. Und das liebe ich ja persönlich am Trainertraining. Gut, das ist der Wochengruß von dieser Woche. Du merkst, der ist ein bisschen kürzer. Vielleicht liegt es an der Küche, dass das hier irgendwie die Küchenkürze, in der Küchenkürze liegt die Küchenwürze. Und darum höre ich jetzt auf und bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Und ansonsten, was haben wir heute? Sonntag haben wir heute. Und ansonsten dich morgen zum Erlebniswochenende anmeldest, am Dienstag beim Podcast reinschaltest, am Donnerstag bei Daniel in der Studie Jablonski Webinar kommst, am Samstag dich auf den Newsletter freust, wo es dann um die kollaborative Allianz geht, die Beziehung im Handlungsbereich, am nächsten Sonntag den Wochengruß einschaltest, am Wochenende ist Practitioner-Wochenende und vielleicht bist du der 650. Abonnent des YouTube-Kanals. Wir tun uns ja in langsamen Schritten nach oben arbeiten. Ich hätte mich gefreut, wenn wir 1000 geschafft hätten bis Weihnachten. Das sieht ein bisschen knapp aus, aber vielleicht schaffen wir 700 bis Weihnachten. Von daher klick auf Moment, wenn du das Bild so siehst, müsstest du nach hier klicken, stimmt's? Hier müsste der Abo-Button sein, wenn nicht ist er da. Also auf einer von beiden Seiten ist der Abo-Button und von daher herzlich willkommen im Club der Wochengruß-Abonnenten. Tschüss, bis nächste Woche. Ich muss jetzt zur Kamera gehen, weil ich ja selbst ausmachen muss und deswegen tschüss.